Servus zusammen, weiter geht's. Mission 12 sind wir. Haben jetzt. Ja, haben. Das letzte Blut reinfließen lassen. Schon hier lang, oder? Ja. Und gucken uns mal. Okay, wir sollen wahrscheinlich jetzt dann runter, oder? Ja. Schauen wir mal kurz. Was ist die? War ich hier schon, oder? So, muss ich gerade mal. Dass ich da jetzt wieder den Weg zurücklaufe oder so. Schauen wir mal ganz kurz geschwind. Okay. Ne, hier waren ja die. Genau, passt. Da waren ja die Dinger da. So. Blende mich nicht, verdammt. Okay. Ich nehme schon auf, ja. Dann können wir runter. Yay! Warte, warte, ist hier irgendwas hier irgendwie versteckt? Nein? Okay. Hätte ja sein können. Da oben sind noch Orbs. Ah, Kamera! Nice. Und. Ja. Jetzt lassen wir ein bisschen hier noch schauen. Aha. Was haben wir denn da? Ah! Wohl. Ja, genau. Da haben wir es doch. Secret Mission. Da ist mir die Finger kaputt. So, ist das Nummer 9 oder haben wir jetzt wieder ein paar verpasst hier? Cool, endlich mal keine dazwischen verpasst. Entschuldigung. Bleibe mehr als 15 Sekunden in der Luft. Oh. Okay. Beim Kämpfen anscheinend. Aber da habe ich doch jetzt diesen Skill, dass ich denen auf den Kopf springen kann. Kann ich das unendlich mal? Ich meine, mal dann. Dann wäre super cool. Aber ich vermute mal, dass das nicht geht. Okay. So, nee. So muss ich jetzt. Ja. Okay, ich darf wirklich innerhalb dieser 15 Sekunden den Boden nicht berühren. Na, wäre ja auch komisch, wenn das einfach dann addiert wird. Ich meine, klar, dann springst du ein paar Mal und na komm, mal start. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Will ich das? Will ich das machen? Oh, nee, ey. Oh Gott. Wie soll ich denn das machen? Wie macht man das? Vielleicht gibt es auch noch irgendwelche tollen Moves, die ich dann lerne, mit denen ich das dann super leicht machen kann. Weil ich kann ja mit dem. Was mache ich denn? Mit dem Schwert zum Beispiel? Ja, klar, aber ich boah. Könnte ich. Boah, wenn ich jetzt den Nero hätte. Naja, aber der Nero zieht ja dann auch die Gegner an. Nur die ganz schweren sind ja so, dass ich mich dann dran ziehe. Okay. Und ich frage mich jetzt gerade, die Geheimmission, kann man die mit jedem Charakter dann machen? Im Hauptmenü. Ha. Ich vermute mal, dass vielleicht der Charakter vorgegeben sein wird, oder? Ist bestimmt wieder ganz einfach irgendwie, aber ich weiß nicht. Ah, ich Arschloch, mach auch gleich wieder den Move, ey. Ich soll mal probieren. Ich kann mit dem Trickster-Ding, kann ich ja. Ja, aber das geht ja auch nicht unendlich, oder? Lass mal sehen. Nee, okay, das kann ich nur einmal machen und dann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich probiere es auch einmal, aber das ist mir jetzt, weiß nicht. Da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Okay. Nein, ich halte die Taste doch nicht mehr, das war doch. Hä? Lass das mal sehen hier. Na komm. Alter, ich mach immer wieder diesen Uppercut nach unten, ey. Ich sollte vielleicht mal den Stick in Ruhe lassen, ey. Ja, komm, einmal probier's. Lass mal sehen. Okay, also es war doch den Stick nochmal nach hinten ziehen, der Move, oder täusche ich mich jetzt gerade? Also jetzt stelle ich mich gerade irgendwie an, ey. Aber. Ha.
Ich glaube fast, dass es da bestimmt Moves gibt, die man dann kaufen und lernen kann. Mit denen das dann irgendwie. Ah, fuck, fuck, fuck. Nee, komm, lass mal das, weil. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich jetzt ständig. Ich meine, kann man. Aber dann bräuchte. Nee, ich dachte jetzt hinfliegen, schlagen, aber da bräuchte ich mehr Gegner, glaube ich. Nee, lass mal das erstmal, weil nicht, dass das jetzt so ein ewiger Part wird, wo ich jetzt hier einfach rumprobiere und nicht vorwärts komme. Und ich kann das ja im Hauptmenü anwählen, die Geheimmission. Hauptsache, ich habe die jetzt erstmal gefunden. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr eine Idee habt, wie man das einfach machen könnte. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. So. Hüpf. Ist hier noch irgendwas? Ja. Oh, war da was? Nee. Und brauche ich dich überhaupt? Warum schaue ich eigentlich nach? Ich hol's mir ja so oder so. Nee. Weißt du mal nicht. Scheiß Kiste muss ich jetzt aus Frust, Frust kaputt machen, ey. Wenn ich es nicht gelöst habe. Ah! 53.000. Wollten wir vorhin noch irgendwas. Mal von Balrog wäre vielleicht ganz cool, dass wir sehen. Ah, ein hoher Tritt der Gegner nach oben schleudert. Eigentlich vom Vorrang zum Abfang fliegender Gegner. Ja, okay. Das ist natürlich cool. Ich dachte jetzt gerade irgendwas für den Dings-Move, aber nee, passt schon. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Bantam Revenge? Bantam? Führe einen Konterangriff in die Richtung aus, in die du mit Welter Move ausgewichen bist. Schlüpfe durch Angriff von Gegner durch und teile Schmerzen aus. Wenn Welter Move nach links oder rechts. Ah, okay. Das ist dieses Ausweichen-Ding da, ne? Doch, das nehmen wir mit. Ja, vor allem für 5000, da wollen wir nicht lang überlegen, ne? Wir haben's ja. Rolling Blaze. Lass mal sehen, was macht er da Schönes. Springen erzeugt eine Schockwelle, die Gegner in der Nähe Schaden zufügt. Selbstverständlich. Verbesserte Version von Ignition. Die Effekte bleiben länger aktiv. Im Schlagmodus 10 Counts aktivieren oder im Trittmodus Head-Up aktivieren. Lass mal sehen. Ja, nehmen wir mit. Das Ding, ja. 20.000 haben wir noch. Gut, dann lassen wir das jetzt mal. Ja. Cool. Haben wir doch wieder was. Verdammt, irgendwie ärgert es mich jetzt doch mit der Geheimnissen. Naja. Hallo. Holy shit. I can't believe any of this is still standing. What? Nee. Hier noch irgendwas? Nee. Hey! Power was activated in me once when Virgil lovingly jammed this through my chest. The gute Virgil. I always wondered why did my father give me the rebellion. Okay, what are you muttering? Over the years I've been stabbed and jabbed by a number of things, but who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! I'll help. If Mato can separate man from devil, then what about the rebellion? Wow. You are a
absorbing the Sparta. Ja. Mit der Gabel. Don't. You son of a bitch. I know you couldn't be killed that easily. Hey, he's all yours. But don't let it become a habit. Win, Dante! Win! Okay. Legendäres Teufelsschwert. Aha! Das gefällt doch. Dante. Ja, bitte. Eine Klinge, die entstand, als Dante Rebellion in seinem Körper absorbierte. Die Waffe hat seinen Namen und seinen Willen. Sehr gut. Die Grundfähigkeiten von Rebellion und Sparta wurden durch dieses Schwert übernommen. Drückst du im Swordmaster-Stil Kreis, beschwörst du Klingen. Kombiniere beschworene Klingen mit konventionellen Angriffen. Aktivierst du mit dem Teufelsschwert Dante ausgerüstet den Devil Trigger, werden Klingen herbeigerufen, die dich je nach Stil unterstützen. Zum Beispiel Autokonter, gleichzeitige Angriffe, bessere Verteidigung und mehr. Alter Schwede! Der kann schon einiges, der gute Dante. Eieiei. Ja, das gefällt dem Netz, ne? Oh, verdammt. Oh. Sim Devil Trigger. Halt, L1 halten, um mit der DT-Anzeige die SDT-Anzeige aufzufüllen. Du hast jetzt eine neue Anzeige über der DT-Anzeige. Die SDT, Sim Devil Trigger Anzeige, Anzeigepunkt. Du kannst diese Anzeige auffüllen, indem du Energie von der DT-Anzeige dein transformierst. Halte dazu L1 gedrückt. Halte L1, wenn deine SD-Anzeige gefüllt ist, um deinen Sim-Devil-Trigger zu aktivieren. Du wirst mächtig, aber deine Lebenskraft regeneriert sich nicht und du kannst die Gestalt nicht deaktivieren. Okay. Probieren wir doch mal. Okay, ist noch nicht voll. Ah, Mist. Ich dachte schon, der trifft mich da unten. Ey. Schade. Nein, spring! Ah, du Wichser! Ah, reicht nur nicht. Boah! Vorsicht! Und? Ja komm, aktivier! Jawoll! Komm! Das geht aber schnell runter. Aber die Anzeige füllt sich sehr schnell auf. Das ist ja geil. Jawoll! Puh, cool! Ja, das war jetzt... Sobald du dieses Sim-Devil-Trigger-Ding hast, dann teilst du auch was, du. All this time, and you still don't get it. It is you who does not understand. Du bist ist, der nicht für was stand da gerade? Has begun. Hmm.
Zimmerpflanze ist sauer. Pflanze so. The cloud fog is revealed in its entirety. This inconvenience matters not. Unser Thron! Müssen wir noch ein bisschen wachsen. So, und? Bs, lauter Bs. Ah. Immerhin. Okay. Dann gucken wir weiter. Wie offenbart Trish die Wahrheit? In Wirklichkeit ist er Teil von Dantes Bruder Virgil. Virgil nutzte die Macht von Yamato, um sich in zwei Teile zu spalten, seine menschliche und seine dämonische Seite in zwei separate Wesen zu zertrennen. Inzwischen hat Dante das Schwert Rebellion absorbiert und seine wahre Macht erweckt. Er bekämpft Urizen und zwingt ihn zurück, doch zur selben Zeit gelingt es, den Quillhoff zur Menschenwelt zurückzukehren? Ich glaube. Well, looks like no one's worse for wear. I'm just gonna double check. Hey, where did that garbage god go? What is Urizen after? He's at the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. Clifod. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you! Are the infamous Dante. I'm Nicoletta Goldstein. Sound familiar? my grandmother is Nell Goldstein. The gunsmith that made all your fancy weapons that you got strapped back there. Yeah, there she is! Cool. You don't much look like her. Yeah. I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to cobble this. Okay. Consider it a gift in honor of us finally meeting. Meeting. Was zur Hölle? Whoa! Yeah! I'll take that. Dante, I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, let you call me dead weight again? No thanks. I've got all the power I need, right here. You don't understand. It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way, and you guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause.
Kann ich jetzt einen von drei auswählen? Kann das sein? Ein Hut, der rote Kugeln verbraucht, um Angriffe auszuführen, aber auch welche von Gegnern verdienen kann. Okay. Das Ding ist jetzt echt eine Waffe. Ah ja, dann. Dr. Faust. Dr. Faust verbraucht beim Angriff rote Kugeln und die meisten Angriffe benötigen eine gewisse Anzahl von Kugeln. Der Kugelverbrauch wird rechts oben im Bildschirm angezeigt. Pass auf, nicht alle auszugeben. Aha, aha. mit der Dr. Faust-Fähigkeit Set Head R1L nach vorne 4 kannst du massenhaft rote Kugeln verdienen. Triff Gegner mit dem Hut und setze dann mit anderen Angriffen nach. Ach so, okay. Ha. Okay, das Ding ist echt eine Waffe. Scheiße. das deckt gleich. Ah ja, Tatsache. Wir können jetzt auswählen. Ja, der hat jetzt eigentlich schon noch Bock auf Dante. Ja. Ich frag mich gerade, ob man dann, je nachdem, welche Figur man hat, ob man da auch einen anderen Weg geht oder sowas. Ob sich das dann, ob man dann mit allen drei Figuren das mal machen sollte. Okay. Passen wir mal an. Schauen wir mal, was es gibt. Jetzt können wir den Hut upgraden, oder? Geil. Da wird es nichts Neues geben, oder? Dann schon mal Fertigkeiten an. Mehr Kugeln, ja, das war Radius. Vergrößert die Reichweite. Hm, ja. Oh, kostet sowieso 50.000. Okay. Ja, nee, lass mal gut sein. Was können wir bei dem? Ja, da haben wir es letztens geholt, aber. Okay, das haben wir erst geupgradet. 40.000 ist mir ein bisschen. Ja, wobei. Benutzt das halt schon sehr, sehr gekommen. Hau mal rein, weil. Ich benutze das einfach so gern. Balrog. So, ja gut, dann können wir auch gleich wieder raus, weil sind fast pleite. Gute Voraussetzung für den Hut. Jetzt bin ich mal gespannt. Schusswaffen, ja. Der Hut zählt als Schusswaffe, okay. Das ist so geil. So, dann bist du um 13. Leg mal los. Rebellion. Ich bin gespannt, ob dann auch so Musik kommt, aber ich denke mal nicht, dass er dann wieder so abdanzt. Verbindung wird hergestellt. Ach, fällt mir das gerade auf. Wir haben schon lange nicht mehr mit irgendeinem da gespielt, oder? Ne? Nein, erst einmal müssen wir diesen super coolen Hut aufsetzen. Achso, das sind ja die Moves dann, ja klar. Okay, auch wenn es mich jetzt gerade... Ups, ich musste es ausprobieren. Aber wie war das mit... Warte mal, er stand auch von dran, dass er einen Hut auch werfen kann. Das war doch... Oder war das... Nee. Ich glaube, da muss ich erst anvisieren. Oder? Das war doch R1 mit L und mit 4 einfach werfen, oder? Dr. Faust war das genau. Set Head, hier. R1, ne? Nach vorne. Ah, ich habe jetzt nicht nach vorne gedrückt, aber das kann natürlich sein. Hey. Ah ja. Okay. Na dann. Hi. Heiler der Verwünschung? So. Das haben wir gerade ausgelöst. Ah ja. Nein. Ich will da nicht schießen. Ah. Alter. Jetzt lass mich doch hier mal. Okay, und anscheinend also kriegst du dann gut Orbs oder irgendwie sowas eine Stunde dran, aber hm. Ich weiß nicht. Eieiei.
Ich bleibe erstmal noch hier bei den beiden, weil die wirklich. Oder bei der Schrotflinte. Na, schauen wir mal. Ja, das stinks. Hallo. Oh. Hey. Alter, jetzt aber. Was ist denn jetzt los? Stell ich mich jetzt an? Komm, werf doch mal den Hut. Ah, genau. Und der Hut sitzt da drauf, geil. Oh Mann. Oh, geil. So, jetzt Konzentration hier ein bisschen, ey. Ich verliere hier gerade Energie. Das gibt's doch nicht. Ah! Was mache ich denn jetzt? Weil ich ganz an den Hut werfen will. So. Hier, hast einen Hut. Oh. Dann kriegst du den Hut. Hey, ich geb den Hut und du... Arschloch. So. Achso, das ist zum Aufmachen, oder? So. Okay, dann lassen wir erstmal gucken. Nee, da konnte man nichts machen, ne? Ah, Uncle Yamis oder James vielleicht oder James, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt mein Mitspieler da. Ah, cool, servus. Ach, wir haben schon länger nicht mit irgendeinem gespielt, stimmt, weil das waren jetzt kein. Da waren ja keine Levels mit zwei Spielern oder so, ja. Na dann. Ui. So. Das ist cool, dass dann einer im Fight wird und dann. Yeah! Achso, warte mal, machen wir doch erstmal das Ding hier auch kaputt. Nein, 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 das Ding! Das ist der nicht! Genau. So. Ja, bam, bam, komm schon, komm schon! Na komm! Ach, was mache ich denn? So. Na? Was ist denn da? Wo ist eigentlich der andere jetzt hin? Oh, ist der weg? Der Name steht doch gar nicht mehr dran. Ach nö, schade. Oh mein. Ja. Oh, hey. Ja, mit. Was ist denn das für ein Sack da hinten, ey? So. Was hast du davon? Achso, da ist doch noch gar nichts, oder wie? Puh. So. Und dann runter. I can smell that piece of shit from up here. Okay. Aber er speichert hier. Gutes Timing. Haben jetzt eine halbe Stunde wieder erreicht. Dann würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Cut.
Und ja, schade, dass der Mitspieler jetzt weg ist. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer am Schluss. Mich würde sehr freuen, wenn ihr da Like lassen würdet, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abonnement. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, dann ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's das gut. Ciao.